Vorbei sind die Special Olympics 2017 in Schladming. Und am Garmarkt in Götzis wurden am Samstag die Vorarlberger Athleten emotional empfangen. Zum Feiern gaben uns die Olympioniken dieses Jahr ausreichend. Gold, Silber und Bronze hieß es. Ganze 31 Medaillen konnten so am Ende mit nach Hause gebracht werden. Und nicht nur die Olympioniken zeigten sich überwältigt. Herzlich willkommen! Wir sind natürlich sehr stolz, haben höchste Bewunderung, höchsten Respekt vor allen Sportlerinnen und Sportlern, aber vor allem auch von den Trainerinnen und Betreuern, von den Familien, den Eltern. Es war jetzt so ein herzlicher, emotionaler Empfang und man hat auch die Freude gespürt und sie haben Tolles geleistet. Es ist nachhaltig, das werden sie nie vergessen, dass sie selber vor Ort waren in Schladming, bei der Olympiade mitgemacht haben, dass sie Medaillen nach Hause gebracht haben. Und wir in Vorarlberg, wir sind sehr stolz auf jede und jeden einzelnen Sportler. Sie haben alle Erwartungen übertroffen. Sie haben 31 Medaillen nach Vorarlberg gebracht. Mit dem konnten wir gar nicht rechnen. Sie haben tolle Leistungen gebracht. Großartig, also auch noch einmal Kompliment wirklich an alle und es ist auch so ein herzlicher Empfang, man spürt die Emotionen. Das Motto war Herzschlag für die Welt, das haben sie in die Welt hinausgetragen. Ja, wir fördern natürlich auch Special Olympic, um ihnen eben die Chance zu geben, bei solchen sportlichen Veranstaltungen auch mitwirken zu können. Es braucht viel Training dazu, es braucht viel Betreuung dazu, viel Unterstützung und wir leisten hier unseren Beitrag. Das ist auch wichtig, wertvoll, auch halt als Wertschätzung für die Menschen mit Beeinträchtigung und für deren Familien. Die diesjährigen Spiele stellten somit die erfolgreichsten seit 1993 dar und machten dem Motto Heartbeat for the World alle Ehre. 3000 Athleten aus über 110 Nationen machten die Spiele in Schladming unvergesslich und Präsident Peter Ritter kann die Begeisterung nicht verbergen. Es war anstrengend, wunderbar und der Eindruck der Zufriedenheit kommt. Man gibt was hinein, aber man bekommt wesentlich mehr zurück. Und das ist ein bleibender Eindruck. Ich freue mich für unsere Athleten, die über ihre Grenzen gegangen sind. Sie waren in einer einmaligen Situation und konnten als Olympioniken mit einer Medaille zurückkommen. Das ist fürs Leben nämlich ein entscheidender Eindruck oder ein entscheidender Impuls. Und dazu gratuliere ich Ihnen. Wir sind sehr erfolgreich im Bereich Ski-Alpin unterwegs gewesen. Okay, dann nehmen wir zur Kenntnis als alpines Land. Wir waren aber sehr erfolgreich auch im Langlauf und Eisschnelllauf. Und ganz besonders stolz bin ich auf die Bronzemedaille im Floorball-Team, das an und für sich nicht in dieser Favoritenrolle unterwegs war und die Bronzemedaille geschafft haben. Gratulation an alle Beteiligten. Sie kennen die Spiele in Asien, in den USA und in Athen. Und da darf ich sagen, Österreich ist sicher am Stockerl oben bei einer Medaille. Und zwar einer ganz großen Medaille. Die Special Olympics-Familie feiert wunderbare Erlebnisse sowie grandiose Erfolge und wird vermutlich noch lange die Bilder im Herzen tragen.